Servus, Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Teil meiner Videoserie Mach dich frei. Und heute darf ich euch begrüßen hier immer noch aus Las Vegas und zwar aus dem Caesars Palace. In meinen Augen eines der schönsten oder vielleicht das schönste Casino hier am Strip. Ihr seht mal hier runter und hier sind drei Ebenen, auf denen wir uns hier bewegen dürfen. Und ich werde euch mitnehmen und auf dem Weg dorthin werde ich mit euch über das heutige Thema reden. Letzte Woche oder in den letzten zwei Teilen sprachen wir über zwei wichtige Kriterien, die ja, für deinen Erfolg maßgeblich sind, um eine gute Entscheidung zu treffen. Wir sprachen in Folge 1 über die Firma, über das Unternehmen und wir sprachen in Folge 2 über das Produkt. Aber du kannst die beste Company haben, du kannst das genialste Produkt der Welt haben. Wenn du folgendes Kriterium nicht besitzt oder ausreichend in deiner Company umgesetzt wird, dann wirst du scheitern. Und ich bin jetzt hier auf einer Rolltreppe, die mit uns eine Runde drehen wird. Und es geht um Unterstützung, es geht um Support, es geht um ein System und zwar um ein duplizierbares System. Frage dich einfach mal selber, welche Unterstützung, welche Form der Unterstützung kommt vom Unternehmen? Was kann dir das Unternehmen bieten? Sicherlich Webseite, Backoffice, Online-Shop. Ich denke, das sind Dinge, die heute selbstverständlich sein sollten. Auch ein Unternehmens- oder ein Willkommenspaket, ja, Marketingunterlagen, womöglich in Form von Videos, von Broschüren, von Produktunterlagen, sollten selbstverständlich sein. Dann reden wir aber auch von wichtigeren Dingen, wie zum Beispiel ja, Marketingvideos, sei es Präsentationsfolien oder womöglich bietet dein Unternehmen ein Sample-Programm an. Das sind sicherlich wichtige Tools, die notwendig sind. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie sieht es aus mit einer App, die funktioniert? Ja, in der heutigen Zeit, ja, unser Leben geht immer mehr Richtung Smartphone und funktionierende Apps sind notwendig. Oder ein Online-, ein Funnel-System. Dann frage dich bitte mal, wie sieht das Ganze aus in deinem Unternehmen oder von Seiten deines Sponsors? Gibt es dort so etwas wie Ausbildung? Gibt es dort ein Online-Programm, ein Trainingsprogramm? Ich bin jetzt gerade in die falsche Richtung gelaufen, deswegen nehme ich euch jetzt wieder mit zurück. Wie schaut es damit aus? Wie schaut es aus mit Team-Trainings in deinem Unternehmen? Oder gibt es da nur Motivation, ist im Grunde genommen nur die Namensliste gefragt und dann war es das schon an Unterstützung von deinem Team, von der Upline, von deinem Sponsor. Wie schaut es aus mit der Macht der dritten Person? Wird das praktiziert in deinem Team? Nein, in meinen Augen das entscheidende Kriterium für deinen Erfolg. Dreierkonferenzen, Macht der dritten Person. Darüber werden wir gleich noch etwas ausführlicher reden. Also, du brauchst eine funktionierende Arbeitsweise in deinem Team. Dazu gehören Rekrutierungstools. Ja, dazu gehört ein Rekrutierungstool für den Massenmarkt, womöglich in Form eines Flyers oder einer Landingpage oder eines neutralen Videos. Worauf will ich hinaus? Wir sprechen im Network Marketing immer über ein duplizierbares System. Was aber ist überhaupt so ein duplizierbares System? Im Grunde genommen beschreibt so ein duplizierbares System den Prozess, den ein neuer Partner durchläuft. Und zwar von dem Moment an, wo du den ersten Kontakt mit ihm hattest, bis hin zu dem Moment, wo er sich einschreibt und bis hin zu dem Training oder zu den Ausbildungsschritten, die notwendig sind, damit dieser Partner, dieser Interessent erfolgreich werden kann. Also sprich die nächste Stufe in dem Marketingplan erreicht. Also wir brauchen ein duplizierbares System. Aber jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Zuhören, aufpassen. Wer bietet denn oder wer sollte so ein System anbieten? Ist das etwas, was das Unternehmen liefern muss, sollte? Ich sag dir was, in den seltensten Fällen ist das der Fall. Warum? Weil so ein Unternehmen gleichzeitig in
keine Ahnung, 15, 20, 40, 60 Ländern dieser Welt arbeitet, auf unterschiedlichen Kontinenten. Funktionieren dort überall die gleichen Systeme? Nein, definitiv nicht. Also, wer sollte so ein System liefern? Die Antwort ist relativ einfach. Dein Team, dein Sponsor, deine Upline. Warum? Womöglich ist es dir auf Facebook schon aufgefallen. Da gibt es sehr, sehr viele Networker, die verlassen sich nur auf das System ihrer eigenen Company. Und das sehen wir dadurch, dass dort in dem Profil des Menschen, mit dem du auf Facebook befreundet bist, nur Produkte des Unternehmens oder das Unternehmen an sich gebrandet wird, ja, positioniert wird. Aber ist das wirklich Sinn der ganzen Geschichte? Oder geht es vielmehr darum, dass du dich selber positionierst, dass du dich selber brandest? Das heißt also, es geht im Network Marketing in einem duplizierbaren System nicht darum, das Unternehmen zu branden, sondern es geht darum, dass du die Chance hast, neue Kontakte zu generieren, dass du die Chance hast, dich selber zu positionieren und zu branden. Und bevor ich darauf eingehe, will ich euch mal ganz kurz hier den wunderschönen Himmel zeigen, ja, der mich hier im Caesars Palace begleitet. Also, ich nehme euch weiter mit durch die Mall hier. Ich hoffe, von der Lautstärke her geht es. Lass uns weiter über dieses System reden. Du brauchst also ein System, was dir zeigt, wie man den Erstkontakt zu neuen Menschen herstellt. Also, wo oder wie man Interessenten findet, ja, wie man mit ihnen Kontakt aufnimmt, wie man ihr Interesse weckt, also sprich in Form von ersten Informationen, ja. Und dann natürlich, wie schreibt man sie ein? Ja, wie geht man mit ihnen den nächsten Schritt? Wie sponsert man sie? Wie trainiert man sie? Ja, damit sie die nächste Stufe erreichen. Das sind also wichtige Dinge. So, und bei diesen Schritten, bei dieser Arbeitsweise ist etwas weiteres sehr, sehr wichtig. Und bevor wir darüber reden, schauen wir uns mal hier einen klassischen amerikanischen Weihnachtsbaum an. Ja, so groß wie nur was. Und das ist halt einfach typisch amerikanisch. Wir haben gerade übrigens, ich glaube, den ersten Weihnachtsfeiertag. Also, Fakt ist, du brauchst Tools. Ja, du brauchst Unterstützung, du brauchst eine klare Arbeitsweise. Entscheidend wird sein, dass du selber für dich Tools arbeiten lassen musst. Wir reden immer dabei von der Macht der dritten Person. Was ist das? Im Grunde genommen ist die Macht der dritten Person jedes Werkzeug, welches nicht du selber bist. Verstehst du das? Es geht also nicht darum, dass du dein Ego befriedigst und sagst, hey, das kann ich eh alles selber und das bringe ich mir alles selber bei und dann geht es nur um mich und ich werde alle Präsentationen machen, sondern es geht darum, dass du Tools nutzt, dass du Werkzeuge nutzt. Was kann das sein? Das können Dreierkonferenzen sein, in meinen Augen das effektivste Tool, ja, Zoom-Konferenzen, Telefonkonferenzen oder halt Face-to-Face-Gespräche, ja, du, dein Interessent und womöglich dein Sponsor. Das ist in meinen Augen das effektivste Werkzeug. Es können natürlich auch andere Dinge sein, wie Aufnahmen von Präsentationen oder Live-Präsentationen im Hotel oder einfach als Video weitergereicht. Es können aber auch Produktproben sein, natürlich, oder interessante PDFs, wo erste Informationen rüberkommen. All das sind Werkzeuge, die dir helfen, in Kontakt mit dem oder das Interesse deines Interessenten zu generieren. Entscheidend dabei ist also, dass du selber nicht die Botschaft bist, sondern du übermittelst nur, ja, und du bist derjenige, der im Grunde genommen einem den Zugang öffnet, die Tür öffnet. Aber die Botschaft an sich wird immer über eine dritte Person oder über ein Werkzeug weitergereicht. Und wenn du das verstehst, dann hast du einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, um erfolgreich zu werden in dieser Industrie. Alle anderen, die nur ihr eigenes Ego abfeiern und die meinen, ja, das kann ich eh alles selber, die werden auf lange Sicht scheitern. Und ich sag dir, warum. Systeme
sind duplizierbar. Systeme sind duplizierbar, Menschen nicht. Das heißt, die Fähigkeiten, die du womöglich hast als Verkaufstalent, als, ja, oder weil du rhetorisch begabt bist oder weil du ja, ein unglaubliches Genie bist, diese Dinge sind aber nicht duplizierbar. Das bedeutet also, wie willst du Interessenten davon überzeugen, wenn du mit deinem eigenen Ego ja, eine unglaubliche Geschichte daraus machst und unglaublich gut dabei bist, aber dieser Mensch, dein Interessent, versteht, hey, das ist klasse, aber das kann ich gar nicht, weil diese Fähigkeiten besitze ich gar nicht. Ja, also insofern, verstehe es, du brauchst Systeme, du brauchst die Macht der dritten Person, du brauchst Tools, die dir weiterhelfen, das Wissen an deinen Interessenten weiterzugeben. Und dann gelingt es deinem Interessenten auch, eine Entscheidung treffen zu können, weil er sagt, hey, das kann ich auch. Ich brauche ja nur den Kontakt herzustellen zu jemandem und die Tools oder mein Sponsor als dritte Person ist der oder diejenige, die das Wissen vermittelt. Und ich kann diesen Prozess begleiten, ich kann lernen in der Zeit, ja, aber ich nutze im Grunde um die Macht der dritten Person. Also, verstehe das. In meinen Augen, dieses Kriterium neben der Firma das Allerwichtigste ist. Ja? Du brauchst eine vernünftige Arbeitsweise, du brauchst ein duplizierbares System und du brauchst eine Botschaft, die von jemand anderem vermittelt wird und nicht von dir selber. Und damit melde ich mich im nächsten Video über das vierte und ja, den letzten Teil dieser kleinen Serie. Und gebe euch noch einen ganz kurzen Eindruck hier von einem wunderschönen Ort hier im Caesars Palace und verbleibe ja, mit freundlichen Grüßen. Lasst es euch gut gehen und genießt die Feiertage. Alles Gute. Ciao.